Yeah, Leute, willkommen zurück zu Resident Evil 4. Ja, wir sind noch immer in dieser Festung, in diesem letzten Gefecht, wie ich es so schon nenne. Und jetzt bekommen wir noch TMP-Money. Und ich finde es direkt schade, dass wir die Schrotflinte ist ja auch schon exklusiv, glaube ich, dass wir die Scharfschützengewehr nicht mehr exklusiviert haben. Aber das rentiert sich auch nicht wirklich. Ihr habt ja gemerkt, das Ding ist schon so stark, dass es sogar die Los Regenerados relativ schnell fertig macht. Deswegen, das Scharfschützengewehr mache ich jetzt wirklich nur noch, wenn sich das mit dem Geld ausgeht, aber ich glaube eher nicht. So. Wir zerstören mal alles, weil wir es können. 1200 Peseten. Was ist da drin? Ah, Goldbarre im Wert von 5000 Pesetas. Ja, warum auch nicht? Und da ist wieder Scharfschützenmoni. Jawoll, die Waldfee. Dann laden wir das Teil gleich mal nach. Es sind zwar nur 5 Munis, aber was man hat, hat man, ne? Und ihr seht schon, hier zum Ende haben wir wieder reichlich Kohle, das ist super. Es ist der Schlüsselkartenleser für die Notschalter. Er wurde entfernt, die Notschalter. Ja gut, wir haben hier einen, das passt schon. Ach so, jetzt geht das jetzt. Jetzt können wir das wieder reaktivieren. Ja, super Sache, ne? Das heißt, runter mit uns. Und ich weiß gerade nicht, wie viele Gegner wieder auf uns zukommen werden. Wie gesagt, das ist das letzte Gefecht. Danach ist es vorbei. Und ich bin jetzt schon ehrlich gesagt einerseits froh, ja, das Schloss aktivieren wir mal, einerseits froh und andererseits denke ich mir, ja, es ist direkt schade drum, weil das der offiziell letzte gute Teil ist und um es gleich mal vorweg zu klären, nein, ich werde Resident Evil 5 nicht let's playen, beim sechsten Teil vielleicht, das weiß ich noch nicht genau, je nachdem, wie ich und Sony Zeit haben, aber momentan eher nicht, also erwartet es nicht. Also erwartet keiner von den beiden Teile, ich weiß es wie gesagt noch nicht. Der schaut so blöd. Den muss ich jetzt einfach wegfegen. Ja, ihr müsst zugeben, der hat jetzt aber auch wirklich darauf gewartet, dass ich da drauf schieße. Ohne Scheiß. Ohne Kack, ohne Scheiß. Ich weiß, ich sage viel zu oft Scheiß. Aber ist halt mal so. Das kann man jetzt aufgeräumt, das war der letzte. Und jetzt hauen wir ab und gehen weiter. Nee, das letzte Gefecht weiß noch nicht, das kommt schon noch ein bisschen was, aber nicht mehr viel. Ah, okay. Die machen wir mal mit dem Scharfschützengewehr fertig, würde ich sagen. Ja. Ah, okay, den Kopf weggesiebt. War jetzt zwar auch nicht unbedingt in meiner Absicht, aber wenn man trifft, trifft man, ne? Und ich drücke auf das viel zu schnell, ich weiß. Ah, Gewehrmuni, jawoll. Super Sache. Jawoll. Ist da auch noch was drin? Nein. So, dann gehen wir weiter. You'll soon harbor an awesome power. Yet it seems you would rather choose death. I'm taking Ashley back, whether you like it or not. Ah, the audacity of youth. Let's go. Tja, Settler lässt sich von diesen Explosionsfässern oder geschweige denn von, ich sag jetzt mal von
von diesen Maschinengewehrschüssen von Ada nicht beeindrucken. Und, nee, wir halten erst nicht. Ich bin jetzt einfach mal so fies und geh weiter. Yo. Und ich glaube, das ist das vorletzte Mal, dass wir den Händler treffen. Ja, okay. Nein, das wollte ich jetzt eigentlich für Ashley. Egal, das benutzen wir jetzt für Ashley. Ausnahmsweise, weil ich sie halt gern hab. Auch wenn sie eigentlich eine blöde Zicke ist, aber egal. So. Welcome, Kumpel. Ja, ich rede immer gern mit dem. Okay, was können wir verkaufen? TMP Money 150, das bringt uns schon mal 3000 ein. Super Sache. Yo. Das gelbe Kraut brauchen wir auch nicht mehr. Nein, das ist offiziell vorbei. Bringt uns auch 3000. Und den Bierstein konnten wir leider nicht vervollständigen, aber den werde ich erst zum Schluss verkaufen. Ja, kaufen können wir eigentlich im Prinzip auch nichts, oder? Ach doch, ein Erste-Hilfe-Spray. Ja gut, das brauchen wir eh. Und sogar ein zweites können wir kaufen. Super. Ja, das brauchen wir auf jeden Fall gegen den Bossfight. Ja, mehr als zwei kann man nie kaufen, merkt euch das. Und jetzt beim Tunen schaue ich mal, ob ich die Broken fertig kriege. 70.000, ja. 150.000? Das hat... 110, 100.000. Jawoll! Nicht ganz. Wie schaut's denn aus mit den... die Maske... Ja gut, die haben wir... Die kriegen wir nicht mehr fertig, das weiß ich. Jo. Okay, dann bringt uns sowieso noch nicht viel. Ja, ich hoffe, dass wir die Magnum noch komplett aufmotzen können. Ich kann es zwar nicht versprechen, aber ich schaue auf jeden Fall, weil so ganz ohne will ich es auch nicht lassen, ne? Okay, wo sind wir jetzt hier gelandet? Ja, die Autos fahren gerade vorbei, weil ich das Fenster offen habe, weil es so scheiß heiß ist. Ach du Heilige. Okay, gegen die verwenden wir jetzt mal die Schrot. Kommen da noch mehr? Oder ist das... Ah, okay. Da kommt auch noch so ein Spießgeselle. Laden wir mal nach, das Teil. Aua! Lass Ashley in Frieden, du Penner. Ihr habt nichts mit Ashley am Hut. Also lasst sie bitte in Frieden. Aua! Sag mal, Kumpel, tickt's noch richtig? Ich hab dir gerade in die Birne geschossen, du dürftest das gar nicht mehr überleben. Ach du Scheiße. Ja, blend. Ja, jetzt wollte ich fast das erste Hilfespray verwenden, nicht Idiot. Und tot bist du. Jawohl, Leute. Das war ja super. Richtig super. 1400 Peseten. Ja. 1500. Und Sturmgewehrmuni. Die brauchen wir zwar eigentlich auch nicht mehr unbedingt, aber was man halt hat man, ne? Junk? I don't know about this, Leon. There's only one way to find out. You operate. You sure you want to do this? Yeah. All right. Here goes nothing. How are you feeling? Like a million bucks. I thought you were gonna die. All right. Guess I'm up. You okay? I don't know about you, but I think it's time we go home. Tja, dann haben wir jetzt Ashley und Leon von diesem scheiß Las Plagas befreit. Und ich muss ganz kurz zwischenspeichern, weil ich gerade eine SMS bekommen habe von meinem Bruder, dass wir noch was ganz Wichtiges erledigen müssen, beruflich. Das ist die Speichere und wir sehen uns allerdings gleich wieder. Ich muss nur ganz kurz cutten, ich werde dann den anderen Part direkt dranhängen.
So, nachdem wir gespeichert haben, geht es jetzt direkt weiter mit Resident Evil 4. Ja, ich habe jetzt doch wieder ein paar Tage pausieren müssen, muss ich zugeben. Ja, ich hatte jetzt, muss ich ganz ehrlich sagen, noch ein bisschen beruflich was zu arbeiten, aber jetzt habe ich ja frei, wie die meisten wissen müssten. Und ja, jetzt kann ich wieder getrost aufnehmen. Ja, wir haben zwei Erste-Hilfe-Sprays gekauft und wir haben die beiden jetzt von diesem Las Plagas endgültig befreit, was mich sehr freut. Jetzt müssen beide nicht mehr leiden, aber trotzdem steht der Kampf gegen Settler noch immer vor der Tür. Ja, ist natürlich nicht so gut, aber was soll's, wir haben ja genug Muni. Ja, gibt es hier noch was zu sehen? Wahrscheinlich eher nicht, oder? Hier sind wir, glaube ich, gekommen. Aber ich schaue mich noch ein bisschen um hier. Oder geht's da direkt wieder zum Ausgang? Ich weiß es ja gerade selber, ehrlich gesagt, nicht. Ah! Ja gut, das gelbe Kraut brauchen wir in dem Sinn eigentlich nicht mehr. Und das Dokument lese ich erst dann, also das nehme ich erst dann mit. Wir schauen uns nämlich zuerst einmal noch um, da der Part sowieso nur noch knapp 6 Minuten hat. So. Ja, ich wollte nämlich eigentlich gar nicht die Cutscene jetzt schon hervorrufen, ich wollte eigentlich vorher hierher gehen. Das habe ich ein bisschen verschwitzt. So. Dann mal durch die Mitte. So. Wo sind wir denn hier gelandet? Okay. Das ist offensichtlich. Ach, das ist doch der Raum, wo wir vorher Ashley gerettet haben, wo Settler uns angegriffen hat. Ja, aus diesem Gerät haben wir sie befreit. Was wollten sie Ashley antun? Ja, sie wollten sie wahrscheinlich zu diesem Kult hinzufügen, Leon. Frag doch nicht so blöd. Sorry, aber es ist doch so. Da ist noch ein Computer, alles brennt. Ja, ist ganz klar. Ada hat ja die Fässer abgeknallt und dadurch wurde alles zerstört. Nur Settler selber leider nicht. Jo. Gut, dann schauen wir uns hier noch ein bisschen um. Auch wenn euch das zu langweilig vorkommt, ich will alles zeigen, ne? So. Aha, was ist... Ah, da ist doch was. Ein rotes Kraut. Obwohl wir es nicht mehr brauchen, kombiniere ich das alles schnell. Mhm. Der Vollständigkeit halber, ne? So, und die Schrotmuni hier unten, die fügen wir gleich mal hier unten her. Die Schrot haben wir übrigens schon komplett aufgemost. Ich glaube, das habe ich eh schon ein paar Mal erwähnt, aber ja, ich habe ein Gedächtnis wie ein Nudelsieb momentan. Ich habe ja so viel Arbeit gehabt in der letzten Zeit, dass ich gar nicht mehr alles weiß. Aber ich bin froh, dass ich jetzt wieder ein paar Tage Urlaub habe, also um genau zu sein, ein ganzes Monat lang. Und deswegen bin ich ehrlich gesagt froh, wenn sich das alles ein bisschen zu Ende neigt. Und Resident Evil 4 dauert eh so lange, das wisst ihr eh selber auch. Gut. Hoppala, jetzt bin ich den falschen Weg gegangen, oder? Ja, hier muss ich entlang, genau hier. Dann gehen wir mal hier. Ja, ich steuere hier gerade mit dem Stick, das ist ein bisschen umständlich, aber mit dem Steuerkreuz tut mir der Daumen nach einer Weile so weh, das ist echt hart. Aber wie gesagt, der Bossfight gegen Settler steht bevor. Ehrlich gesagt, ich fürchte mich nicht vor dem Bosskampf, aber ich habe ehrlich gesagt, also ich fürchte mich nicht vor dem Bossfight, so wollte ich es sagen, aber ich habe ein bisschen Schiss, dass ich ihn vergeige, weil ich sage jetzt mal ganz ohne ist er nicht und mit meinen Treffkünsten könnte es Probleme geben, sage ich jetzt einfach mal. So. Aber wir gehen jetzt direkt dahin. Und wir müssen sowieso noch zum Händler. Ich hoffe nämlich, dass ich das Scharfschützengewehr noch ein bisschen aufbessern kann, weil das werden wir jetzt wahrscheinlich noch brauchen. Unsere Aufgabe. Die Macht der USA ist auf drei Gebiete verteilt. Das Justizministerium, die Verwaltungsorgane und das Militär. Um an diese Macht zu gelangen, müssen wir Los Illuminados zuerst die Ratgeber des Präsidenten beeinflussen. Sollten die USA hinter unserem Plan kommen, wäre der Schaden gering. Wir wären noch immer in der Lage, das Land wie geplant zu vernichten. Wir machen uns die Internationalität ihrer Macht zunutze und unterwerfen die ganze Welt. Falls unser Plan doch nicht so reibungslos läuft, wie erwartet, kommt Plan B zum Einsatz. Wir infiltrieren die USA mit unseren infizierten Leuten. Angst und Chaos werden sich wie ein Virus verbreiten. Ich kann heute nicht mehr lesen, sorry. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis das Land seine Stabilität verliert und wenn es am schwächsten ist, werden wir aktiv. In beiden Fällen kann uns niemand davon abhalten, die Welt zu beherrschen. Ja, das werden wir schon noch sehen. Leon kann das verhindern. Jo, das werden wir auch. So, und hier sind wir auch schon quasi beim letzten Stützpunkt zu sagen, also beim letzten Punkt des Spiels. Finde ich eigentlich ganz gut, weil ich muss ehrlich sagen, ich bin schon wieder froh, wenn das Spiel vorbei ist. Nichts gegen das Spiel per se, aber ja, wenn euch ein Spiel so lange beschäftigt wie dieses hier, das ist nicht ohne, ne? Ja, ein letztes Mal, welcome. Der wird mir fehlen, der Typ, der war echt cool. TMP-Muni, 50 Schuss, ganz klar. Und eigentlich bräuchten wir die kugelsichere Weste jetzt auch nicht mehr, aber
Ja, verkaufen zahlt sich auch nicht mehr aus, ehrlich gesagt. Und jetzt verkaufen wir die letzten Schätze. Ja, den Bierstand haben wir leider nicht mehr vollständig bekommen. Das tut mir schon wieder fast leid. Aber was soll man machen? 150.000 sind es auch. Alban High Price. Ja, ich weiß, mein Freund. So, kaufen können wir im Prinzip eh nichts. Nichts, was wir bräuchten. Nö. Bei Heilung haben wir eigentlich auch in dem Sinn genug. Die Broken. Geht sie nicht aus, Leute. Es tut mir wirklich... Moment mal. Ich bin jetzt gerade am Überlegen, ohne Scheiß, ob ich jetzt nicht... Ich schaue mich jetzt nochmal um. Also wir brauchen auf jeden Fall die Granaten. Das kann ich euch fixieren. Die brauchen wir auf jeden Fall, außer die Blend. Nein, die Blend eigentlich nicht. Die können wir verkaufen. Im Prinzip brauchen wir das Scharfschützengewehr auch nicht unbedingt. Das heißt, wir könnten jetzt eigentlich auch die Red 9... Nein, die Red 9 nicht. Eigentlich könnten wir jetzt diese Waffe verkaufen. Ich probiere jetzt mal was. Nein, das wollte ich jetzt nicht. Scheiß Steuerung immer. So, jetzt muss ich nochmal nach vorne gehen. Nein, wir verkaufen jetzt erstmal was. Ich will die Broken aufmotzen. Ich will die einfach der Vollständigkeit halber aufmotzen. Aber wir können dann auf jeden Fall Infrarot, das Infrarot-Sichtgerät können wir verkaufen. Aber das bringt uns eben nicht viel. Was bringt uns denn die das Sturmgewehr jetzt? Das bringt uns 103.000. Moment mal, was kostet das Auftunen der Broken? Das kostet uns 150.000. Ja, ich bin kein Mathe-Genie, muss ich ehrlich zugeben. Überhaupt nicht. Im Gegenteil, ich bin sogar sehr schlecht in Mathe. Ja, die Blendgranate brauchen wir auch nicht. Die verkaufe ich auch. Ja, sind auch wieder 500 mehr, ne? Und halt eben das Sturmgewehr. Wenn ich das verkaufe, bekomme ich dafür noch 103.000. Ja, scheiß drauf. Ja, ich bin sowieso schlecht mit dem Gewehr. Und das brauchen wir dann auch. Also das Zielfernrohr brauchen wir dann logischerweise auch nicht mehr. Und jetzt können wir endlich die Magnum komplett aufmotzen. Und das erst am Ende, leider Gottes. Aber egal. Jawoll! Ja, jetzt haben wir alles aufgemotzt, was wir noch haben. Haben, ja, haben. Und ich würde sagen, an dieser Stelle, Leute, während ich speichere... Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich wie immer über einen Kommentar und ein Like freuen oder zumindest über eines der beiden. Und wir sehen uns hoffentlich das nächste Mal wieder beim großen Finale von Resident Evil 4. Bis dahin, macht's gut, Leute!